bin ungefähr seit 8 Jahren dabei. Habe meinen Zivildienst bei den Johannitern auch gemacht, habe danach die Ausbildung zum Rettungsassistenten gemacht, habe während meines Studiums auch im Rettungsdienst gearbeitet und bin dann auf die Auslandshilfe gekommen und wollte eben weiterhin auch mit den Johannitern zu tun haben und fand es eine schöne Sache und habe dann eben vor 8 Jahren auch noch bei der Auslandshilfe angefangen. Jein, das braucht ja eine Weile. Also man kriegt viele Trainings, die man durchlaufen soll oder teilweise auch muss. Man braucht einen bestimmten Impfstatus und dann ist ja auch nicht Gott sei Dank jeden Tag eine Katastrophe. Deswegen zieht sich das schon ein bisschen hin, aber dann kam irgendwann der erste Einsatz. Die größte Herausforderung in dem Einsatz war, finde ich, tatsächlich, dass man selber sehr motiviert ist, viel zu helfen und lang zu helfen und gut zu helfen und deswegen morgens früh aufsteht, abends bis lange in die Nacht hin arbeitet, natürlich keinen Samstag und Sonntag Urlaub nimmt oder frei macht und tatsächlich, wenn man dann ankommt bis zu dem Tag, wo man vielleicht 14 Tage wieder später abreist, das kostet, das ist doch sehr kräftezehrend. Natürlich macht es Sinn, wenn man irgendwie ingenieurstechnische Kenntnisse hat, zum Beispiel was die Wasseraufbereitung angeht oder was Strom oder IT angeht. Aber es ist trotzdem so, dass wir natürlich ganz viele Spezialkomponenten auch haben an Equipment, auf die man sowieso fortgebildet werden muss und auch fortgebildet wird. Deswegen braucht man jetzt keinen Doktor in der Wasseraufbereitung, um mitzumachen.